Probieren wir es das. So. Ich bekehre jetzt erstmal deine Städte. Diese heidnische Brauchtum hier muss aufhören. Das geht einfach nicht. Auch ja, du musst die wahre Religion erkennen. Naja, das ging alles wieder hin. Ich halt wirklich nirgendwo Kohle habe. Das ist der Wahnsinn. Obwohl Napoleon mein Freund sein will? Nein. Er schmiert doch Pläne gegen dich, dann will ich nicht dein Freund sein. Naja. Diese lügenden Spione glaube ich einfach nicht. Was wissen die schon? Oh, das gibt's doch jetzt nicht. Jetzt haben wir meinen Bautrupp gefangen genommen. Ich glaube, es hackt. Kommt mir bekannt vor. Napoleon. Handeln. Teilungsbündnis. Oh. No. Nein, okay. Weltregion Judentum, was? Was? Moment, was? Was? Was machst du schon wieder für einen Unsinn? Du glaubst doch selbst nicht, dass das passiert. Na warte. Das glaube ich nicht, dass das funktioniert. Naja, wir probieren das einfach aus, ne? Wenn die Schaden. Dich kennt niemand, aber er wird hier groß, weißt du? Wenn dich dann probieren, bis nächstes Jahrhundert nochmal. Nächstes Jahr. Nächstes Jahrhundert, habe ich gesagt. Wieso hört denn da jetzt die Straße mittendrin auf? Ach, da geht die weiter, okay. Ich denke mir schon, hä? Hört da jetzt die Straße einfach auf? Die hört nicht auf. So. Jetzt gucken. Ich finde das ein bisschen unverschämt, dass es so einfach geht. Was? Na, dieses Bekehren, ne? Also, vor allem, alles ist gleich weg, ne? Auch gar kein Druck mehr von meiner Seite aus. Also, das ist schon ein bisschen überpowered, meiner Meinung nach. Das ist ein Barbaren. Wieso zur Hölle machen Pikinier das viel Schaden? Das ist nämlich verarschen. Schieß mal rein, ja, das muss weg. Was ist das denn für ein Rotz hier, du Dumme? Das Spiel. Ob ich jetzt den Krieg starte oder ob ich noch warten soll. Meine Einheiten werden halt irgendwann veralten, wenn ich weiter warte. Ne? Das ist eine gute Frage. Mm-hmm.
Sehr schwierig zu beantworten. Ah, ich habe das Rohr vorgebaut. Was macht das überhaupt? Ah, ah ja, richtig, okay. Hauptsache 24 Rotterdam. Was? Ja. Hauptsache Rotterdam ist 24 schon. Ja, muss ja auch. Alter, Alter! 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 Städte hat Frankreich inzwischen. Ja. Oh, wow. Kannst du mal speichern? Ich soll speichern? Warte mal kurz, mach mal nächste Runde, dann kannst du mal speichern. Okay. Mir ein echter Profi esse ich im Stream. Ich weiß halt, wie man es macht. Er ist doch im Kochstream, da gehört es dazu. So. Willst du mich eigentlich verarschen? Wieso halten diese Pikeniere so viel aus? Weiß ich nicht. Wieso sind denn hier überall Berge? Weil das so eingestellt wurde von den Programmierern. Ja, die halten halt echt so viel aus. Ja, schön. Du hast das vollendet anscheinend, was ich auch bauen wollte. Oh. Tut mir jetzt aber gar nicht leid. Ich kann doch sonst aktuell nichts bauen. Naja, macht ja nichts. Kann ich mir die Wunder wohl alle sparen, wenn die hier kommen. Zumindest die, die man nur einmal. Gibt doch gar keine mehr, die nur einmal funktionieren. Keine. So, Fernangriff mal starten. So. Du kannst auch einen Fernangriff auf die Stadt starten. Das ist richtig effizient sogar. So gar nicht, nämlich. Machen wir das mal ein bisschen. Schießen wir das da mal schnell noch ein bisschen wieder. Bin mal gespannt, ob das was wird. Ja. Du auch, ne? Ich auch gespannt. Ja. Dein Prophet jetzt tot, also weg? Hm? Oder lebt dein Prophet noch? Kannst du den noch einsetzen? Oder? Vielleicht. Wo ist der jetzt? Keine Ahnung. Den auf jeden Fall. Ach doch, da ist er. Wieso noch zum Abendessen? Abendessen ist vorbei. Ich glaube, 4 Mark kann man einsetzen, ne? Aber das wird ja wohl nicht bei meiner Hauptstadt so einfach funktionieren. Das wäre dann richtig überpowered. Oha. So darf ich mal wieder, danke. Ach, nein, der noch nicht. Napoleon. Handeln. Ich hätte gerne wieder. Ende? Danke. Komm. Gut,
da drauf. Und es kann ja bei dir jetzt wieder dauern, wenn du jetzt Krieg führst. Nee, ja, dauern. Mal hier. Entspann dich mal, ganz ruhig. Doch alles gut hier. Nur die Aufstellung meiner Truppen ist so ein bisschen ungünstig, sag ich mal. In der Tat, es ist hier etwas. Kann jetzt natürlich auch nicht mehr bewegen. Natürlich nicht. Okay. Ich sitze da echt scheiße. Wisst ihr das, Leute? Nächste Runde. Aber jetzt passiert wenigstens mal was Spannendes. Bei mir nicht. Oh. Er hat meine Bogenschützen getötet. Würde mich belasten, wenn ich nur die Bogenschützen hätte. Hallo und tschüss. Den schicken wir mal dahin. Und dann muss ich mal gucken, was ich noch so mache. Schießen wir mal voll rein, da kennen wir nichts. Da knallen wir auch mal rein. Auch wenn das. Warum ist das so ineffektiv? Ich meine, ja, die sind befestigt und alles, aber. Brauche ich halt zwei Züge. Was mache ich mit euch? Ich kann euch so oder so nur einen Zug bewegen. Echt schlecht positioniert, muss ich sagen. Welcher Idiot hat die denn da so hingestellt? Das geht ja mal gar nicht. Ich war's. Ja, war mir klar. So. Wenn meine Einheiten sich auflösen, kann ich den Krieg beenden. Vielleicht hätte ich doch lieber Persien oder so angreifen sollen. Da hätte mir Napoleon vielleicht geholfen. Jetzt ist es zu spät. Klar, dass sie getötet wird. Dürfen jetzt auch noch mit Steinen nach mir schmeißen? Haben sie anscheinend nicht getan. Dann schießt ihr da mal rein. Und dann macht ihr da auch mal die Geschichte zu Ende hier. Würde ich mal gesagt haben, ne?
Ja, jetzt kriege ich meinen Bautrupp wieder, danke. Ich muss mal dieses Barbarennest hier loswerden, das ist bloß so nix. Habe ich noch kein Arbeiterboot gebaut? Sachen gibt's. Warum habe ich noch kein Arbeiterboot gebaut? Faszinierende Frage. Hm? Weil vielleicht brauche ich die gar nicht. Naja. Finde ich gut, wie das läuft. Einheit benötigt Befehle. Ich möchte euch da jetzt ehrlich gesagt nicht rumschicken. Schießen wir erstmal mit der Kanone da rein. Jetzt stellen euch mal auf. Nehmen die da jetzt Schaden von oder? Nein. Das heißt, der kostspielige Angriff. Will das Spiel mich jetzt irgendwie trollen? Kostspielige Angriff. Die Stadt ist unbefestigt. Hey. Stadt vernichten. Diese Wohnung erzeugt viel. Achte Höhen. Oh, hat keinen kleinen Kriegs. Marionette. Ich will die nicht erstellen. Ah, in dem Matt. Nichts aus, wenn wir anpassen. Hier. Stadtansicht. Stadt vernichten? Heißt Marionette dann, dass ich da irgendwie. Nein. Sie liefert dann um. Einen kleinen Kriegstreiber mal aus. Ich vernichte sie mal. Napoleon, mein Freund. Freundlich, Napoleon, ja. Kakao, wie sieht's denn aus? Gegen Pferde vielleicht? Pferde und Eisen? Nein. Schade. Nein, okay. Okay. Aber das nimmt ja jeder rund ab, also passt schon. Alles gut. Ich muss es mir nur selbst einreden. So, Sülemann hat erstmal ordentlich Minuspunkte bekommen. Aber hey. Er hat keine Technologie, die ich stehlen kann. Keiner hat das, außer Napoleon, und mit dem möchte ich mich nicht anlegen. Warum nicht? Mach das doch. Ja. Ja, warum leuchtet es denn da? Oder warum leuchtet es jetzt auf dem Wasser? Was will das Spiel von mir? Ich finde den Glauben in deinem Land sehr gut. Die Leute glauben genau das Richtige. Nee. Ja, hier muss nichts produziert werden. Die Stadt hört gleich auf zu existieren, also bitte. Was geht mal zurück in die Stadt? Er pausiert mal und ein Bautrupp habe ich hier noch. Bautrupp. Löse ich mal auf und bekomme noch mehr Gold. Sehr gut. Hat sich gelohnt.
Hat es nicht. Hat es nicht wirklich, ne? Ich muss erstmal meine Seidenplantage wieder auf einen Produktionsstandard bringen, so richtig herkommen. Wieso muss ich eine Stadt, die gleich aufhört zu existieren, ein Bauding auswählen? Das ist doch. Ja, komm. Jetzt brennt die Stadt mal nieder. Beende mal deinen Zug, damit ich diese Stadt niederbrennen kann. Nee, ich muss lesen. Fino kann gar nicht lesen. Warum zur Hölle habe ich jetzt so viel übersprungene Frames, sag mal? Ist das, wenn ich raustappe irgendwie? Nee.